Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte 3 Sternhof. So, warte mal, ich muss das Ungetüm hier nochmal drehen. So. Bodentemperatur immer noch 4 Grad, das heißt, es sieht noch nicht gut aus. Okay, das ist auch gleich fertig, dann kann man die dann gleich umsetzen. So, ich dachte ja auch, ich bin hier mit den Düngen durch, aber Kaya meinte jetzt, dass man die Felder wohl auch düngen muss. Also unsere Grasfelder, das ist natürlich dann schon viel, ne? Was wir da zu tun haben. Aber hier würde ich auf jeden Fall auch dann so zum Oktober dann mal diese Zwischenfrucht machen, damit wir uns dann vielleicht im Frühjahr das sparen und dann noch düngen müssen. Dann haben wir es schon mal hinter uns. Und ich werde jetzt mal gucken, hier Feld 14. Das ist ja gleich hier auf der anderen Seite. So. Wo ist denn hier dieser eingezeichnete Feldweg? Ist ein Stück weiter. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Sägewerk. Die Wiese ist natürlich schön gerade, die ist wirklich klasse, um da auch mal die Helfer was machen zu lassen. Dieser fette grüne Punkt, das heißt ja nochmal, dass wir da was platzieren können, ne? Genau. Das ist also extra dafür nochmal Platz geschaffen. Können wir uns gleich mal angucken. Weil die Wiese düngen jetzt echt. Kann die kaum erkennen. Ah doch, da. Das bringt jetzt wirklich was. Wir müssen raus. Tatsächlich. Ja, vielen Dank für den Tipp, weil das hätte ich jetzt echt nicht gemacht, weil ich dachte, das bringt sowieso nichts. Ja, also wieder was dazu gelernt. Vielen Dank, Kaya. Ja, hier ist irgendwie ein Platz. So, gucken wir doch mal. Ach so, gut. Ist nicht spektakulär, aber könnte man irgendwie eine Halle oder so dann nochmal hinstellen. So, hier gegenüber ist halt die andere Wiese. Die müsste ja dann auch noch gedüngt werden. Jo. Da hinten sind dann auch die Schafunterkünfte. Der ist jetzt durch, ne? Ja, er fährt seine letzte Runde. Dann können wir ihn ja auch wieder ansetzen. So. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir den MB-Truck umsetzen. Hinten mal das Fenster zu machen. Zu kalt. So, jetzt mal die Tür dazu.
Und einmal. Die Pilze da hinten auf dem Sitz. Ja, genau, das ist der Trigger. Vielen Dank. Mal kurz mal gucken. Muss gepflügt werden. Puh. Ja, das macht ja keinen Moment. Warte mal, das sind die Wiesen dann auch. Ich pflücke ja nicht die Wiesen. Ne? So, ich bin jetzt hier. Ich würde sagen, wir nehmen mal Feld 21. Fahren wir mal gerade hoch. Ja. Was hier so gut stehen. Boah, ist das geil hier. Okay. Also hier kannst du dich schon im Forst auslassen. Ach, wir hatten ja hier einen Heck. Frontlader. Ja, cool. Ich kann's vergessen. So, nochmal gucken müssen, ob ich eigentlich ein... Was ist denn das hier alles? Ist da auch was Platz hier? Ist das so eine Art zweiter Hof oder was? Ja, ich weiß, wir haben keine Zeit, aber... Okay, ist nochmal geile Unterstände hier. Ja, schön. Hier ist noch ein Silo. Was ist eine Verkaufsstelle? Kann auch sein, ne? Das sieht besser. Hofankauf. Ja doch, das wird dann wahrscheinlich ein Fremdhof sein, wo du hier noch was verkaufen kannst. Wahrscheinlich trotzdem mal was unterstellen kannst, ne? So, wir halten uns links. Zu Feld 21. Und übrigens, weil hier, glaube ich, die kleinste Maschine drin haben, wie wir kriegen konnten, hat der so viel Power. Was ist das hier? Da steht jetzt nichts dran. Hä? Was hier diese Anzeigen? Gülle? Wasser? Ist das eine Fabrik hier oder was? Ach, das ist dann diese Milchgeschichte? Bin gespannt. So. Wie fliegen wir am besten mal? So, wir fliegen mal hier drüben an. Okay, der ist jetzt auch durch, das heißt, der muss jetzt auch mal... Da hätte man ja einen Follow-Me-Mod machen können, ne?
Ja, muss nicht sofort drüber, hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber hier können wir jetzt mal gucken. Die Wiese ist ja jetzt fertig, oder? Mal 14, genau. Dann würde ich jetzt sagen, wir fahren rüber. Was ist denn die 13? Wieso ist denn die noch nicht? Gedüngt. Ich frage mich gerade, ob es noch reichen wird. Und dass wir zum Hof müssen. Aber es fällt sehr wirklich klein, ne? Okay. Das muss ja auch noch gepflügt werden. Also in der Tat, wir haben echt viel zu tun. Da habt ihr echt recht. So. Dann lassen wir ihn jetzt hier düngen. Ach, ich wollte schon aufs erste Gras mähen. So, der Traktor hier. Ich weiß es gar nicht. Achso, wollten wir noch zusammenbauen, ne? Den Seelenverkäufer. Okay, das Gewicht nehme ich jetzt gar nicht mal unbedingt mit, sondern mein Plan ist jetzt folgender. Und zwar würde ich mir jetzt schon den Taifun holen, obwohl 70 PS, ach, das passt. Das passt schon. Und der wird aber schnell zum Hof geliefert von unseren netten Hoflieferanten. So, warte mal. Wo ist er denn? Da. Ja, ich freue mich schon so lange auf das Ding. Tut mir leid, ich muss den kaufen. Auch wenn wir den jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber ich denke mal schon, dass wir im Winter vielleicht dann da ein paar Vorteile haben. Jetzt mal schnell da ein bisschen was ranzuziehen. Ne? So. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber eine Zusatzbeleuchtung braucht ihr auch noch. Ich überlege natürlich nur, wo habe ich jetzt. Wo war ich denn da jetzt hier im Forst? Ich meine, bei Feld 10 oder 11 oder dazwischen, irgendwie da oben war ich doch, ne? Zwischen 9 und 10, glaube ich, war es. Fast besser wäre es, wenn ich den anderen Weg nehme. Hey, Fabi, der Tank ist leer, ja. Mist. Also da müssten wir dann auch mal sehen, dass wir, da müssen wir dann doch mal ein Big Pack mitnehmen oder so. Weiß nicht, zweite Traktor machen wir hinfährt und dann wie das dann am Feld aufladen, weil jetzt mal zurück zum Hof zu fahren.
Das ist ja irgendwie auch doof. Aber jetzt fahre ich den erstmal kurz rüber. Wir müssen auch gar nicht an die Stelle unbedingt, wo wir vorher waren, sondern wir können auch hier schön in den Forst fahren. Wie geht der denn aus? Das hat sich auch scharf angehört. Ja. Naja, Hauptsache läuft. No. So, ein bisschen absichern muss sein. Oh. Guck mal, hier kannst du beobachten, wenn hier jemand den Trecker klauen will. Ja, kannst du mal schön hier gucken. Ich passe es nicht rein, ich bin zu breit vom Kreuz. Na. Kalkholen, wie langweilig. Muss auch sein. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Den Düngen müssen wir sehen, wie wir das dann später mal machen. Also ich will meine Hecke nicht kaputt fahren. Ob wir da mal einen größeren Tank und so oder eine Spritze oder irgendwie was. Mal die Hilfe aufrufen. Achso, muss ich auch steigen, ne? Bitte. Alt, links und S. So. Da gucken wir jetzt nochmal wegen dem Sehen. Ja, und das ist in der Tat hier 5 Grad, hatte ich ja gesagt, ne? Das ist doch... Jo, gut. Wir haben jetzt noch früher, es ist noch keine Erntezeit. Das heißt, wir können natürlich auch mal gucken, wie die aktuellen Preise stehen. Und man sieht jetzt hier, die stehen sehr hoch. Die Frage ist natürlich, wir müssen auch so ein bisschen auf die Tiere weiter... Weiß, wir müssen mal so Rücksicht nehmen. Zu sagen, hey, wir brauchen das später noch. Und aber ich glaube, die Sonnenblumen sind einfach so ein guter Preis, YouTube. Die müssen wir jetzt raushauen. Also ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass das noch besser wird. Ich werde das an der alten Kirchmühle mal verkaufen. Auf jeden Fall mal einplanen. Nein, ich weiß nicht, wo der Scheißkalk ist, deswegen habt ihr mich wieder erwischt. Ja, bin doch richtig. Okay. Ich bin ja doch richtig. Schade, dass man da nichts sieht, ne? €671 hat das gekostet. So, jetzt war ich bei dem richtigen Weg.
warum ich jetzt hier lang fahre. Ich weiß es nicht, aber umdrehen macht das auch keinen Sinn. Jetzt fahren wir hier weiter. Ich habe nur gerade überlegt, wie viele Drehschirme haben wir jetzt eigentlich? Ich meine, wir haben nur den einen, ne? Und dann den zweiten Kleinanhänger, den wir jetzt mal für einen Forst mitnehmen wollen. Da können wir natürlich auch dann super... Damit könnte man aber ein bisschen Kalk holen. Oder Saatgut. Ja, das würde auch gehen. Ich glaube, das sollten wir eh machen, weil die Zeit haben wir dann auch nicht. Weil die Zeit ja knapp ist, auch wenn das Wetter umschwenken kann und so. Ja, das war dann einfach hier direkt wirklich dann alles am Feld haben, ohne dass du jetzt wieder groß zurückfahren musst. Ne? Das wäre, glaube ich, dann doch besser. Gerade wo wir jetzt nur die 3 Tage hier haben. Also in diesem Jahr, ne? Das sind 3 Tage und im nächsten Jahr haben wir dann 6 Tage. So. Ja, dann geht's hier weiter. Also der andere, dem. Können wir mal gucken, wie weit der schon ist. Können wir langsam auch hier hochbringen. Und einen zweiten Flug könnte man jetzt gut gebrauchen, aber es macht keinen Sinn, weil dann ist, steht auch erstmal wieder rum. Ne? Weil wir müssen halt später zusehen, dass wir immer rechtzeitig dann ansetzen, dass der Flug dann immer wieder in Bereitschaft ist. Und dann später klären wir uns immer einen größeren halt dazu. Ne? YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitdiskutieren. Ich bin immer offen mit einem halben Ohr für euch. Und ja. Ne, schönen Start ins Wochenende, kann man ja schon sagen. Und morgen geht's hier weiter. Macht's gut, ciao. Achso, eins noch. Wenn ihr Lust habt und ich würde mich freuen, heute Abend 21 Uhr, zumindest wenn ihr jetzt heute am Freitag guckt, kommt dann noch eine Nachtschwimmerfolge von Eurotruck Simulator 2. Ne? Macht's gut, ciao.